Der hat ihn. Der hat ihn auch. Ja, die vielleicht nicht. Der sowieso. Die brauchen ihn. Und die brauchen ihn auch. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Maler? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ja, und den gab es zur 5. Auflage der Carfun-Show zur Genüge. Von nichts kommt nichts und vor dem Preis bekanntlich der Schweiß. Bevor man sich also einem Contest um Lautstärke, Klang und Einbaudesign stellt, sollte man entweder tief in die Geldbörse greifen oder in die Werkzeugkiste, beziehungsweise beides. Hallo, ich bin der Michael, ich bin 24 Jahre alt. Das ist mein Auto, der Renault Laguna, mit dem werde ich in Molkenkirchen jetzt an meiner zweiten Sound-Off-Show teilnehmen. Die Anlage, die ist von M. Phaser und von Alpine und ich hoffe, dass er ordentlich Druck macht dort oben. Also an der Anlage ist eigentlich nur die reine Technik gekauft, das gesamte Holz ist alles selbst gebaut, Eigenbau, selber berechnet, allen drum und dran. Die gesamten Kabel alles selber verlegt. Ja, kennt sich da aus? Ich bin gelernter Elektroniker und befasse mich eigentlich seit 6 Jahren jetzt mit dem Thema Lautsprecher und Akustik im Car-Hi-Fi und im Home-Bereich. Michael bringt also gute Voraussetzungen mit, um in Markneukirchen zu punkten. Schnell noch Anlage und Auto auf Hochglanz poliert und ab ging's am nächsten Tag zur Carfun-Show. Also wir haben bei der 5. Carfun-Show wieder genauso viele Teilnehmer zusammen wie letztes Jahr. Das Wetter ist natürlich besser, zum Glück. Und diese 35 Teilnehmer haben sich ja dieses Jahr vorgenommen, die Siege zu erhaschen. Wir haben dann dabei 3 Preise im semiprofessionellen Fahrerlager für die lautstärkste Anlage. Also es sieht so aus, dass man wahrscheinlich auch diesen Schalldruck vom letzten Jahr toppen können. Dazu gibt es natürlich auch noch den besten Car-Hi-Fi-Klang und den schönsten Einbau. Und hier rechnet sich Michael die größten Chancen aus. Also die Dezibelmessung habe ich hier nur mich gebracht mit 135,8 Dezibel. Da sind aber andere da, die sind unschlagbar in der Lautstärke. Welche Fräsen hat 146 dB war bis jetzt das lauteste, was ich gehört habe. Die anderen Prüfungen, Einbau und Klang, habe ich hinter mir. Einbau gar nicht so schlecht abgeschnitten. Und Klang, da haben sie mir noch nicht so genau gesagt, aber auch nicht so schlecht. Also hieß es abwarten. Mit gleichgesinnten Fachsimpeln und natürlich hören und schauen. Denn fürs Auge gab es auch eine Menge auf der Carfun-Show. Basti, nimmt deine Fernbedienung. Der Beat schlägt, da trommelt für Dimmel weich, denn wir lieben den Scheiß, wie kleine Kinder Klingel streich. Doch es gab nicht nur Schönes an diesem Tag, auch kleine Tragödien spielten sich ab. Hab natürlich geschraubt wie ein Verrückter, die ganze Zeit bis gestern Nacht. Hab's aber trotzdem nicht geschafft, bin natürlich ziemlich enttäuscht. Kein Problem, Michael, es gibt ein nächstes Mal. Inzwischen standen auch die Gewinner der einzelnen Kategorien fest, die Urkunden waren gedruckt und Michael gespannt auf die Siegerehrung. Auf den ersten Platz mit 146,6. Dietzel Scheinzog auf dem Platz 1. Tilo, Kurz! Ist auch harte Konkurrenz. Zu harte Konkurrenz. Michael ging leider leer aus. Doch der sympathische Oelsnitzer kann das einordnen. Also enttäuscht bin ich eigentlich nicht mit dem Ergebnis. Damit habe ich gerechnet. Die Besten haben gewonnen. Da war ich leider nicht dabei. Und so soll es sein. Nächstes Jahr bin ich wieder mit da. Und dann werden wir schauen. Vielleicht wird es besser. Auf Rico sein Sieg, Einbau, erster Platz. Prost. Prost. Ah, noch Bier, das trinke ich nicht. Habt ihr das Training? Das Motto der Carfun-Show ging also auch dieses Jahr voll auf. Veranstalter und Teilnehmer waren zufrieden. Und am Abend klang die Show in der Musikhalle stilgemäß aus. Right now, leaking good, leaking good.